Jo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLive-Video. Heute geht es um exakt zwei Themen, die ihr wahrscheinlich auch aus dem Titel und Thumbnail nehmen konntet. Einerseits wurde ich gefragt, also jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, und generell werde ich das eigentlich öfter gefragt, deswegen dachte ich mir, kann man ja eigentlich so, ich meine, das letzte Video über das Thema ist ja schon ewig her mit den Titeln, kann man da mal wieder ein kleines Update-Video machen? Und wie denn so der aktuelle Stand hier und da ist vielleicht und solche Sachen. Oder die aktuelle Situation, was die Ehrentitel in FLive angeht, von Asomiao, da ich die ja eigentlich sammle, mehr oder weniger. Und das andere und, naja, ich will es nicht sagen wichtigere, aber auf jeden Fall nicht unwichtige, aber eigentlich fast irrelevante Thema ist, heute hat jemand in FLive während dem Secret Room lustigerweise eine Gilde erstellt, ja, und dreimal dürft ihr raten, wie sie heißt. Solis. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welches Zeichen er verwendet hat, weil es gibt ja einige Zeichen, um den I-Punkt zu ersetzen über einem Buchstaben. Beziehungsweise kann man ja bei Gildennamen auch theoretisch ein Leerzeichen hinten anfügen. Oder zumindest müsste das theoretisch gehen oder auch vorne an. Habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber rein theoretisch müsste es eigentlich funktionieren. Bei Charakternamen müsste das ja, Charakternamen müsste es ja eigentlich theoretisch auch funktionieren. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es jemanden, der eine Gilde erstellt hat, die Solis heißt. Und rein optisch kann ich keinen Unterschied ausmachen. Also ich habe ein Bild davon, wie die Gilde erstellt wurde. Das ist einer meiner Gilden, wenn man mit dem Foto, mit dem Handy abfotografiert hat. Aber ich konnte da eigentlich keinen großen Unterschied erkennen. Wenn einer ist, dann ist er halt sehr, sehr klein. Also die meisten Leute, wenn jetzt einfach nur random jemand an dir vorbeiläuft und dich beleidigt oder so, wirst du nicht feststellen, ob das jetzt auf die Schnelle jemand aus Solis war oder jemand aus Fake Solis. Und es ist noch kein Problem, insofern, weil ja noch nichts passiert ist. Aber ich will auf jeden Fall, dass jeder weiß, wenn es mal ein Problem gibt mit Solis-Mitgliedern, und zwar mit echten Solis-Mitgliedern, dann könnt ihr mich immer anschreiben. Und dann probiert man das natürlich zu klären, weil ich persönlich mag es nicht, wenn man unfreundlich zu anderen Spielern ist. Also unfreundlich ist vielleicht das eine, aber wirklich halt sich Spielregel schädlich verhält oder eben einfach nur asozial. Muss in einem Online-Spiel gegenüber anderen Leuten eigentlich echt nicht sein. Ich meine, man ist eh schon so eine kleine Community, da braucht man sich wirklich nicht gegenseitig noch abfacken und beleidigen. Also das finde ich jetzt eh unter aller Sau, wenn man das macht. Und genau, also sollte es da irgendwann mal ein Problem geben, was bestimmt nicht passieren wird mit Solis-Mitgliedern. Aber sollte es mal irgendein Problem mit einem richtigen Solis-Mitglied geben, dann könnt ihr mir immer auf Discord schreiben, privat auch. Das wird auch niemals öffentlich gemacht, wenn mich da jemand privat anschreibt. Und genau, dann wird das auf jeden Fall geklärt. Und dann ist das Zweite, wenn ihr mal ein Problem habt mit jemandem, wo ihr euch nicht sicher seid, ist das jetzt ein Solis-Mitglied oder ist das kein echtes Solis-Mitglied, dann habe ich jetzt extra hier unter dem Video, entweder werde ich es in die Kommentare schreiben und oder auch in die Beschreibung, eine Liste mit allen aktuellen, also jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade in der Gilde seienden Spielern erstellt. Es sind, glaube ich, 58 Charaktere und nur diese 58 sind Solis-Mitglieder. Alle anderen sind keine Solis-Mitglieder. Und woran ihr die Fake-Gilde, zumindest den Gildenleiter, immer erkennen könnt, ist, dass er weder Asomiao heißt, noch Dela, noch Megano. Und sollte er es hinbekommen, auch das zu faken, dann könnt ihr euch immer sicher sein, ich habe meinen Messenger deaktiviert und werde euch niemals privat anschreiben und ich werde euch auch niemals random beleidigen oder sonst irgendwas machen. Ja? Würde ich nie machen. Und das heißt, also eigentlich auch das offensichtlich, dass das dann nicht ich bin und ich würde auch niemals einem kompletten Random oder einem Level 1er Vagranten von mir Gildenlead geben. Das sind immer meine Main-Charaktere, die man aus unzähligen Videos kennt. Das heißt, man kennt das Equipment, man kennt die Equipment, habe ich auch immer auf Annehmen. Also ich meine, allein nach dem Equipment kann man sofort erkennen, dass ich das bin. Weil das zu faken dürfte ganz schön schwierig werden. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, dass ihr einfach Bescheid wisst. Also es gibt jetzt eine Fake-Solis-Gilde. Ich weiß nicht, was dieser Typ vorhat. Das ist, wie gesagt, brandaktuell. Das ist noch keine 3 Stunden her. Und deswegen gibt es jetzt schon mal die Warnung an alle, dass es sein könnte, ich weiß nicht, was er vorhat, wie gesagt, aber es könnte halt sein, dass der jetzt anfangen will, Leute zu beleidigen, um mich oder andere Solis-Mitglieder in Bedrängnis zu bringen oder ähnliches. Und ich wollte euch einfach nur damit mitteilen, weder ich noch irgendeiner in meiner Gilde würden sowas jemals tun. Und wenn es doch mal seltenstens Fall sein sollte, dass ich mal jemand daneben bin, wie gesagt, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man das klärt, privat und Schicht im Schacht.
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das heißt, passt einfach auf. Und sollte mal was Negatives passieren, nicht sofort sagen, oh, Chris hat Punkt, Punkt, Punkt in seiner Gilde. Was soll das? Was habe ich ihm getan? Oder was habe ich seinen Membern getan? Oder so. Wie gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid. Und ihr könnt auch auf unseren Gilden-Discord joinen. Der ist öffentlich. Ich habe eine Einladung. Immer in jeder Videobeschreibung ist sie drin. Und da werde ich es so machen. Es wird jetzt keine 100% aktuelle Liste sein, weil ich meine, wenn jetzt mal einer mit einem Charakter rausgeht und einen anderen Charakter in die Gilde nimmt, was häufig passiert, logischerweise. Man wechselt halt mal die Charaktere, die man spielt, durch. Das macht ja jeder. Die wird jetzt nicht immer 100% aktuell Real Life richtig sein, die Memberliste. Aber sie wird immer im Discord angepinnt sein, also auch in dem Public Channel, den jeder einsehen kann. Also nicht in dem privaten Gilden-Channel, sondern in dem Public Channel wird die Memberliste immer angepinnt sein. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ist es wirklich ein Solus-Mitglied oder nicht, dann könnt ihr da immer nachgucken. Und wenn er da nicht in der Liste steht, dann ist es zu 99%iger Wahrscheinlichkeit auch kein Solus-Mitglied. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass es Fake Solus ist. Dann braucht ihr mich nicht anschreiben. Aber ich meine, zur Sicherheit könnt ihr es vielleicht trotzdem machen. Als Warnung vor allem. Aber, also damit ich dann auch Bescheid weiß, was passiert ist oder so. Damit ich andere Leute auch warnen kann davor. Aber dann reportet den einfach, wenn er euch beleidigt oder so, schreibt ein Ticket, dann wird er gebannt und fertig. So einfach geht es. Oder falls ihr jetzt vorhabt, irgendwie Bot-Using zu betreiben mit der Gilde, das könnte ich mir auch gut vorstellen, das wäre das nächste. Dann, ja, wie gesagt, dann das Gleiche. Dann könnt ihr mich informieren, dann schaue ich, ist das ein Mitglied, ist das kein Mitglied. Und genau, dann könnt ihr den genauso reporten, weil es sehr wahrscheinlich kein Solus-Mitglied sein wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und sollte die Person das sehen, sollten da keine bösen Absichten dahinter stecken, dann würde ich dich einfach bitten, lösch einfach die Gilde. Sorgt nur für Verwirrung, ist komplett unnötig, keiner findet es lustig und ja, also lösch sie einfach bitte. Und ja, das war's. Gut, und dann das zweite Titel, sprechen ist schwierig. Das zweite Thema des Videos sind wie gesagt die Titel. Ich mache jetzt eine kurze Übersicht über die Titel, die ich bereits habe. Ich mache jetzt keine Auflistung der Titel, die ich nicht habe, vor allem, weil da viele dabei sind, die ich gar nicht kriegen kann. Also vor allem die Klassentitel, und davon gibt es ja einige. Also Third Class, Master Hero etc. Oder auch die Stat-Titel. Ich meine, logisch, dass ich mit Asumia nur den einen haben werde. Außer ich würde vielleicht irgendwann mal auf Full STA statt Full Dex wechseln. Aber wie gesagt, also auf solche Sachen geht es nicht ein. Beziehungsweise auf die Titel, die mir fehlen, sozusagen, gehe ich eigentlich auch überhaupt nicht ein, bis auf die Food-Titel. Und ja, genau. Also ihr seht es ja eh schon. Ich hoffe, es ist groß genug. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht ranzoomen. Aber ich denke mal, es müsste von der Größe eigentlich schon gehen. Es ist auch nichts im Weg, was das Ganze blockiert. Genau, anfangen tut es mit Meisterzüchter, Casanova, treuer Partner, flinkes Wiesel, Kriegeranwärter, Novize und strebsamer Krieger, leidenschaftlicher Krieger, Ranger Hero, Ranger Master, Meisterspringer. Alle Medizinmann-Titel bis auf den mysteriösen. Dann kommen wir auch schon zu den Food-Titeln. Lollipop-Lover, Krümeltier, Schokoladenbär, Milchbart, Dauertoaster, heißer Hund, Pizzabäcker und so weiter. Das sind die NPC-Food-Titel, die gehen von hier bis hier. Dann kommen die Non-NPC-Food-Titel. Danke an jeden, der mir da schon mal Food geschickt hat davon. Das heißt, ihr habt dazu beigetragen. Also ist das auch ein Stück weit euer Titel, wenn ihr dazu was beigetragen habt, so gesehen. Auch wenn ihr ihn leider nicht tragen könnt. Das wäre cool, wenn man einen Titel teilen könnte. Aber, ja, das wäre, glaube ich, ganz schön kompliziert, sowas einzubauen. Genau, da haben wir Würstchenwerfer. Den kriegt man für Currywurst. Gourmet der Meere. Den kriegt man für Steamed Seafood. Fleischsalat-Fan ist, denke ich mal, offensichtlich. Meat Salad. Pizzamonster kriegt man für Seafood Pizza. Also nicht für die normale Pizza, sondern für das beste Food im Spiel. Die halt 1300. Die droppt man nur von Monstern ab Level, ich glaube 140 oder 145, vielleicht sogar auch nur 150 plus, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall High-Level-Bereich. So, Sorbet-Liebhaber gibt es für Fruit Sherbet, also Fruit Sorbet. Und Eiszapfen gibt es für Ice Cream Cake, Fruchtpunsch-Fan gibt es für Fruit Punch. Genau, das waren die Food-Titel, die ich schon habe. Also schon, ja, einige von denen, die man nicht so leicht bekommt. Dann kommen die Monsterjagd-Titel. Da habe ich Eibertfänger und Fellgerber, das habt ihr bestimmt mitbekommen, weil die habe ich zu, also Eibert nicht, aber La Wolf habe ich zu 95% im Stream gefarmt, den Titel. Eibert vielleicht zu 50% ungefähr, da habe ich auch viel ohne Stream gemacht.
Drachenjäger Höhenteufel, die habe ich ganz früher gesammelt, wer sich noch dran erinnern kann. Da gibt es auch einige Videos aus dem Volcano-Dungeon, wo ich Events gefarmt habe mit Asomiao, nur um nebenbei die Titel zu machen. Was natürlich sehr kontraproduktiv war, was jetzt die reinen Event-Items anging, aber genau, da bin ich auch durchgegangen. Und dann das gleiche für Asria, da habe ich mit Asomiao extra langsam gelevelt sozusagen. Also eigentlich nicht extra langsam, aber ich wollte die Titel haben. Und deswegen habe ich halt dann nicht, also bin ich dann jetzt nicht vorzeitig zu Mutant Yetis gegangen, als ich Level, keine Ahnung, 72 oder so war, sondern bin halt bei Yetis geblieben. Beziehungsweise bei den Titeln, die dann einfach zu lange gedauert hätten, habe ich halt gewartet, bis ich Master bin und habe sie ja halt dann gemacht, wenn ich nochmal gelevelt habe. Und deswegen haben die Asrit-Titel mich sozusagen ein bisschen auch damals aufgehalten, aber es war eh nicht schlimm, weil ich hatte eh scheiß Equipment und hätte mir nichts gebracht, wenn ich sofort 130 gewesen wäre, weil mit dem Equipment hätte man absolut nichts gerissen. Ich reiß ja nicht mal jetzt was mit dem Equipment. Und das ist deutlich besser als damals. Genau. Dann, wie gesagt, kommen halt die Asrit-Titel, die habe ich alle. Die sind vollständig, genauso wie die Volcano-Titel, die sind auch vollständig. Da fehlt aber noch einer, der kommt gleich. Dann kommt Korallinsel, da habe ich leider nur zwei. Panzerknacker und Krakenfischer. Da habe ich dann nicht mehr weitergemacht, einfach weil es sehr zeitintensiv ist. Und so ein Korallinsel-Ticket ist zwar jetzt nicht sehr wertvoll. Ich glaube 200, 300 Mio kosten die mal zu Top-Preisen. Und man kriegt sie aus den Treasure Chests. Und ich habe auch noch einige aus den Treasure Chests. Also ich habe die alle aufgehoben. Ich habe 8 Stück oder so, die ich benutzen könnte. Das Problem ist halt nur, dass sie halt trotzdem ein bisschen was wert sind. Und wenn du jetzt halt wirklich nochmal eine Stunde hingehst oder so, einfach nur just for fun, in einer Stunde kriegst du nicht mal einen Bruchteil. Also kriegst du gerade mal einen Bruchteil von einem Titel, selbst wenn du extrem schnell bist. Und ich habe kein sehr gutes Speed-Equipment. Eigentlich gar keins mit Asomiao. Und das wollte ich mir auch nochmal zulegen. Also ein Speedbow wollte ich mir schon länger zulegen. Aber ich finde einfach keinen bezahlbaren. Also halt auch einen, der jetzt nicht so ein bisschen hier und da mal gecraftet ist, no offense an, er weiß schon, wer gemeint ist, sondern halt schon wirklich einen richtigen. Also wenn ich mir einen Speedbow kaufe, dann hat schon ein Ding, das, sag ich mal, Minimum 200% Speed einfach so gibt, weil sonst lohnt sich's ja überhaupt nicht, dafür überhaupt Geld in die Hand zu nehmen. Und genau, also da müsste ich dann halt mal weitermachen. Und dann kommen die drei, dann kommen die zwei, sag ich mal, Elite-Titel. Bezwinger des Uhrwerks, dafür muss man Clockworks 100 mal töten, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und wahre Drachenjäger, dafür muss man Red Meteonica 100 mal töten. Die habe ich beide schon sehr lange, die habe ich auch relativ früh gemacht mit Asomiao. Und Hüter des Waldes kriegt man als Crack-Shooter. Genau, das sind alle. An der Zahl sind es genau 50, die ich aktuell habe. Ich habe allerdings schon seit... Also ich glaube, ich habe dieses Jahr erst einen Titel bekommen. Mein ursprünglicher Fortschritts... meine Mindestanforderungen an den Fortschritt bei den Titeln war ursprünglich mal ein Titel pro Monat. Habe ich offensichtlich nicht geschafft, denn Asomiao existiert schon fast 5 Jahre und ich bin nicht mehr in der Nähe von 60. Also das habe ich dann nicht mehr geschafft. Am Anfang ging es natürlich sehr schnell, vor allem die Asrit-Titel und so, die kamen reingeflattert, hast du alle 2 Wochen eingehabt, so ungefähr, spätestens. Die ersten Food-Titel, die gingen natürlich auch relativ schnell, weil ich habe immer gefoodet, also wer die alten Videos kennt, wenn ich durch Dramok gelaufen bin, ich habe immer gefoodet, also das hat ja viele Leute auch ein bisschen abgefuckt, sorry auch dafür. Jedes Mal die Frage, warum foodest du, wenn du volles Leben hast, bist du eigentlich und, also ihr kennt es ja eh, also es, ja, hat man sich ja halt durchgequält durch diese ganze Arbeit, durch das ganze Grinden für die Titel, war echt eine ganz schöne Arbeit. Also vor allem die Food, also vor allem die NPC-Food-Dinger, das hat ewig gedauert, die zu machen. Genau, aber insgesamt sind es jetzt 50. Aber wie gesagt, dieses Jahr vor allem gar keinen Fortschritt eigentlich mehr. Monster, Jäger, also ich glaube, der letzte Titel, den ich bekommen habe, war sogar Fellgerber. Und das war irgendwann Anfang 2019 oder so. Oder irgendwann 2019, ich weiß nicht, ob es Anfang 2019 war. Aber das ist auf jeden Fall schon ewig her. Also da habe ich leider keinen Fortschritt mehr gehabt. Aber es ist einfach sehr zeitintensiv. Und man muss halt sagen, Farmen ist halt wichtiger für Equipment und ich meine, 90% von euch sehen, glaube ich, lieber neues Equipment, einen neuen Charakter oder irgendwas als Titelfarmen. Beides ist sehr zeitintensiv und naja, dann gibt es ja teilweise noch sehr gute Events, wie zum Beispiel das Oster-Event dieses Jahr mit den Rabbit-Sachen und solche Geschichten, und die will man dann natürlich auch ungern verpassen. Genau, und da während sowas kann man halt schlecht die Titel mit einem Main-Character farmen, der halt keine Event-Items mehr droppt. Und auch sonst eigentlich nichts bekommt, während der diese Titel farmt. Also jetzt vor allem die Monster-Titel meine ich jetzt. Und ja, genau. Also das war das Update zu den Titeln. Dann zeige ich euch noch kurz, wo ihr mal die Titel finden könnt, wenn ihr mal nicht wisst, wie kriegt man denn einen Titel oder so. Einfach nur zum Nachgucken.
Das ist ganz einfach. Und zwar geht ihr hier auf live-wiki.websim.com. Dann kommt ihr auf die Startseite und Fame Titles. Jetzt lasst mich nicht lügen. Ich habe es tatsächlich eingespeichert, deswegen muss ich es nicht zu öffnen. Aber das müsste theoretisch bei Character sein. Genau, hier ist es auch bei Fame Titles. Character, also das ist die Mainpage vom Wiki. live-wiki.websim.com. Sollte ja eigentlich jeder kennen, weil das ist ganz cool, mal was nachzuschauen, weil niemand kann sich alles merken. Und dann hier eben bei Character, Fame Titles. Und dann kommt man eben auf diese Page, da wird kurz erklärt, was sind Fame Titles, aber ich meine, das weiß ja jeder. Und dann kommt auch schon die Auflistung, ist natürlich leider auf Englisch, die Titel stimmen natürlich auch fürs Deutsche nicht, also die deutschen Titel gibt es hier nicht aufgelistet, die gibt es in anderen Wikis aufgelistet. Ich sage da jetzt mal kein Beispiel, weil manche stimmen tatsächlich nicht, manche Wikis haben falsche Zahlen, entweder bei PIN zum Beispiel haben manche falsche Zahlen, manche haben falsche Zahlen, bei den PvP-Titeln haben manche falsche Zahlen, also würde ich mich nie hundertprozentig drauf verlassen, auch das originale Wiki würde ich mich nie hundertprozentig drauf verlassen, aber ich sag mal so, von den Titeln, die man hier sieht, stimmt eigentlich alles tatsächlich. Genau, also das stimmt eigentlich alles, tatsächlich. Und genau, da sieht man eben, was man machen muss. Und da könnt ihr auch nochmal nachgucken, was es denn überhaupt alles so für Titel gibt, für die Leute, die es interessiert. Und dann habe ich noch eine Word-Datei hier mit dem Food, das ich aktuell suche. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist das Einzige, was ich euch jetzt quasi nochmal aufs Auge drücke. Ja, also wenn ihr mir dabei helfen wollt, die Titel zu vollfüllen, dann unterstütze ich das auch finanziell als Gegenleistung, ja, weil ich natürlich weiß, seitdem die Petfilter released wurden, heben, grob geschätzt sage ich jetzt mal, 95% der Leute ihr Food nicht mehr auf, was ich absolut nachvollziehen kann. Es nimmt Inventarplatz weg und das CS-Pad ist dadurch langsamer und die Geschwindigkeit der CS-Pads ist ja schon ewig ein Problem, das gebe ich euch absolut recht. Da würde ich tatsächlich für, selbst für Geld würde ich es wahrscheinlich auch anderen Leuten nicht aufheben, muss man fairerweise sagen. Aber damit es eben einen Anreiz gibt, es doch aufzuheben, vor allem für Anfänger. Also es schauen ja viele meiner Videos, die auch gar nicht mehr spielen oder so. Wenn ihr mal wieder anfangen wollt oder so, just for fun, und gerade kein Event läuft, oder selbst wenn ein Event läuft, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, es aufzuheben. Weil ich zahle euch im Normalfall, und ihr seht schon, hier sind viele Sachen nur noch mit Sonderpreis ausgeschildert, was daran liegt, dass ich das Food, das relativ einfach zu bekommen ist, auch schon eigentlich fast vollständig habe. Ich habe eigentlich nur noch die schwierigen Brocken vor mir, die wo wirklich selten sind oder unmöglich zu kriegen. Also pauschal zeige ich euch, wenn nichts dabei steht, für 999 120 Mio. Und für sehr viel Food, ab eines einzelnen Foodes oder mehreres Foodes, zeige ich sogar 180 Mio. pro 1000. Ja. Also es muss dann aber auch schon wirklich eine große Menge sein, die mir da schickt, aber ich meine, ihr könnt ja auch sammeln, also das verbiete ich hier keinem. Ist halt nur die Gefahr, dass wenn ihr es wirklich sammelt, dass es halt passieren könnte, dass ich dann den Titel eventuell schon habe und wenn ihr dann sagt, ey, ich habe 300, was keinen Sinn ergibt, aber ey, ich habe 35.000 Strawberry Shakes oder so, und dann sage ich, ja gut, ich brauche nur noch 5.000. Das wäre natürlich ärgerlich, sage ich mal. Also, ist jetzt nur ein Beispiel, ich meine, wer zum Teufel hat 35.000 Strawberry Shakes, aber wie gesagt, theoretisch kann es halt passieren, wenn man zu lange wartet, dass es dann doch mal den einen oder anderen Titel wieder gibt für mich und dann hättet ihr es halt theoretisch nicht umsonst gesammelt, aber wird halt schwierig dafür noch andere Abnehmer zu finden und ja, für die Leute, die jetzt sagen, hey, die Preise sind ja relativ gering und so, ja, das habe ich deswegen so gemacht, also rein theoretisch könnte man vielleicht, also vor allem für einzelne Sachen wie so Strawberry Shakes mit dem Sonderpreis 200k each, das sind dann 200 Mio pro Stack, klar könnte man auch mehr zahlen, aber das Problem dabei ist halt, dass wenn man zu viel zahlt, also ich sag mal so viel, dass es sich schon fast mehr lohnt als Event-Farmen. Ihr müsst bedenken, die Droprate von Food kann man mit Party-Skills und mit Clock of Honor beeinflussen. Das heißt, mit COH und mit Party-Skills kann man bis zu dreimal Food bei einem Monster droppen. Bei einem. Wenn man alles one-hittet, weil wisst ihr, wie viel Food da rumliegt. Wenn man vor allem nur noch Food aufhebt, wenn man extra bei, keine Ahnung, Red Mantis oder so farmt, die Barbecue zum Beispiel droppen. Also wisst ihr was, das ist eine Lizenz zum Gate-Druck quasi und ich finde, da ist der aktuelle Preis eigentlich schon gerechtfertigt, also wie gesagt, ich beziehe mich hier auch mehr auf Anfänger mittlerweile, weil ich weiß, alle anderen heben es eh nicht auf, weil es ihnen einfach zu wenig Geld ist, was ich auch, wie gesagt, nachvollziehen kann, aber für Leute, die noch nicht so viel Geld haben oder so, denke ich, ist es eine faire Einnahmequelle, jedes einzelne Food-Teil, was ihr droppt, 120.000 Penny. Also als ich angefangen habe, bin ich mich gefreut, wenn mir jemand für ein Stück Food, was eigentlich komplett useless und nutzlos und nichts wert ist, 120.000 Penny gegeben hätte.
Das ist, finde ich, schon eine faire Summe. Und wie gesagt, wenn man es halt noch krasser machen würde, oder halt auch hier 200.000, wenn man es noch krasser machen würde, habe ich ja die Befürchtung, dass es dann halt massenhaft, oder was heißt massenhaft, aber dass es dann halt Bot-User gibt, die auch anfangen, das Food aufzuheben und mich dann entsprechend quasi um ein hart verdientes Geld bringen und dann im Nachhinein kommen, haha, bist stolz auf den Titel, dabei habe ich dir den gebottet, haha, und du Trottel hast mich noch dafür bezahlt, haha. Und auf sowas habe ich jetzt auch nicht so viel. Ich meine, ich kann es nicht garantieren, dass da niemals jemand dabei ist, der gebottet hat. Also ich meine, wie will ich es nachvollziehen? Food, das ist nicht gedupt, das ist einfach Food. Ich meine, ich kann es nicht wissen, wenn jemand theoretisch drei Jahre lang Strawberry Shakes sammelt und mir dann 30.000 verkauft, woher will ich wissen, ob der das in 2 Wochen Botting oder in wirklich 3 Jahre Farmen zusammenbekommen hat? Ich meine, das kann ich nicht wissen. Ja, und ich meine, ich finde, da ist der Fehler auch nicht auf meiner Seite, sondern eher auf Websense, beziehungsweise vielmehr auf Galas Seite, dass halt Bot-Using so einfach möglich ist, immer wieder möglich ist und immer wieder leichter möglich ist. Und entsprechend, wie gesagt, muss ich halt zumindest hier gucken, dass der Preis nicht so hoch ist, damit ich halt so gesehen die Bot-User, sag ich mal, irgendwo doch noch abschrecke, dass es denen halt auch zu wenig ist, dass sie es aufheben. Genau. Das war jetzt ein überraschend langes Video. Sorry dafür, es war eigentlich nicht geplant. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Wie gesagt, also denkt nochmal an den Anfang des Videos mit der falschen Solo-Skede. Wenn ihr mal, also auch wenn mal irgendwie, wenn ihr einfach nur mal kurz wissen wollt, hey, ich habe gerade den und den gesehen, habe ich noch nie gesehen, der ist in Solus. Schreibt mir einfach kurz, fragt, ey, ist der in Solus, ist der nicht in Solus? Könnt einen YouTube-Kommentar schreiben, könnt ihr auch im Stream fragen. Ja, sowas jetzt öffentlich so rumzudiskutieren, muss es vielleicht auch nicht unbedingt sein, weil dann macht er ja auch indirekten Callout für Leute, die dann in der Fake-Gilde sind, die es vielleicht auch gar nicht wissen, dass es eine Fake-Gilde ist oder so. Was unlogisch wäre, weil ich wäre nicht drinnen, aber keine Ahnung, es gibt ja genügend bizarre Fälle von Leuten, die irgendwie mal komplett verpeilt sind. Muss dann auch nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid und dann kann ich euch bestätigen, ja, ist Solus, okay, wie können wir das Problem lösen, falls es ein Problem gibt, oder nein, der ist nicht in Solus, reporte den, schreibe ein Ticket, sorgt dafür, dass der gebannt wird, der hat's verdient, so, mehr oder weniger. Also wenn er sich natürlich daneben benommen hat, natürlich. Ich meine einfach nur dafür, wie gesagt, ich werde auch Webster nicht anschreiben, weil es ist nicht verboten, die Gilde so zu nennen. Definitiv nicht. Aber ich kann mir vorstellen, da es auch ein Spieler ohne Name war, ja, kann natürlich ein Anzeigefehler gewesen sein, aber wie gesagt, da kann man sich, denke ich mal, relativ sicher sein, dass da eher Ungutes vor, also dass da eher Ungutes geplant ist. Und ich sag mal, in Flife hat man sowas ja auch schon oft genug erlebt, also da kann man nicht vorsichtig genug sein. Und wenn es wirklich, wie gesagt, nur ein Prank war oder so, dann, ha, you got me. Ha, 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 ha. Und ja, damit würde ich sagen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video, das hoffentlich nicht so depressing ist oder so klingt. Aber eigentlich bin ich, also ich klinge gerade eigentlich hauptsächlich so, weil ich jetzt den ganzen Tag gelernt habe und jetzt gleich wieder lernen werde. Und ja, liegt eher daran eigentlich tatsächlich. Genau. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein, ciao, ciao.